der Automobilbranche Deutschlands schwer beschädigt. Es ist offenbar geworden. Ja, vielen Dank. Und Oliver Krischer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ist der erste Redner. Er hat gerade begonnen. Das können wir nicht ausschließen. Die gesamte Branche mehr Ressourcen da reingesetzt hat, mit Tricksen, Täuschungen bis hin zu illegalen Betrügereien, die Abgastests so zu manipulieren, dass die Fahrzeuge diese Tests im Labor einhalten, aber nicht auf der Straße. Und diese Aufweichung von Umwelt- und Klimaschutzstandards, dieses Hintergehen von Standards, zeigt, dass es langfristig einer Industrie schadet, wenn sie versucht zu tricksen und zu täuschen und nicht versucht, die höchsten Standards tatsächlich einzuhalten. Es macht deutlich, nur wer die höchsten Standards hat auf der Welt und sie auch einhält, der hat eine Zukunftschance auf den Weltmärkten der Zukunft. Meine Damen und Herren, und dabei ist das Problem keineswegs neu. Es kennen Millionen deutscher Autofahrer, die sich einen VW Passat kaufen. Der steht in den Papieren, mit 4 Liter soll er brauchen. Und dann haben sie an der Tankstelle das böse Erwachen. Der Wagen braucht 5,5 oder 6 Liter. Und ich sage, schon allein diese Tatsache, das ist Betrug am Verbraucher, das ist Verbrauchertäuschung. Damit muss Schluss sein, meine Damen und Herren. Und darüber hinaus belegen diverse Studien, dass gerade Dieselfahrzeuge der neuen Generation die Stickoxidwerte, die in unseren Städten vielfach überschritten werden und die Ursache für eine Vielzahl von Erkrankungen sind, dass gerade diese neuen Fahrzeuge trotz ihrer Zulassung in dem Labor und dem Bestehen des Tests dort um ein Vielfaches überschreiten. Und ich kann ehrlich gesagt nur kopfschüttelnd fragen, wie skrupellos oder inkompetent müssen Manager eigentlich sein, die in Kenntnis dieser Studie versuchen, genau diese Fahrzeuge unter der Überschrift Clean Diesel in den USA in den Markt einführen. Meine Damen und Herren, das ist ein Skandal. Das ist auch ein Negativbeispiel für deutsche Management und Industrie. Und ich fürchte, das ist auch das Ende des Traums vom Diesel als sauberer Antriebstechnologie. Und wir werden darüber reden müssen, was das in Zukunft zum Beispiel auch für das Subventionieren des Diesels an der Zapfsäule weiter heißt. Aber was noch schlimmer ist als das, was im Management da passiert ist, ist, dass diese Tests, die die Automobilindustrie betrieben hat, dass sie diese Tests selber gemacht hat, dass es keine Kontrolle gab. Mit freundlicher Unterstützung der Bundesregierung hat man akzeptiert, dass die Automobilindustrie sich selber kontrollieren kann, dass sie selber manipulieren, tricksen und täuschen kann. Und das zuständige Kraftfahrzeugbundesamt, das Herrn Dobrindt untersteht, das hat nicht mal einen Etat dafür, solche Überprüfungen vorzunehmen. Und es ist doch unglaublich, dass der Rückzug des Staates, die Kumpanei zwischen Bundesregierung und Automobilindustrie genau dazu führt, dass diese Industrie jetzt schwer beschädigt wird. Und ich sage, damit muss Schluss sein. Wir brauchen eine starke Kontrolle des Staates bei Abgaswerten. Nur so werden wir auch in Deutschland nicht nur die Umwelt schützen, nicht nur das Klima schützen, sondern auch der Autoindustrie auf Dauer eine Perspektive geben, meine Damen und Herren. Und da kann ich nur sagen, ich staune da über den zuständigen Verkehrsminister, Herr Dobrindt. Der sagt allen offen Ernstes, er hat von diesen Manipulationen und den Grenzwertüberschreitungen bei CO2 und Stickoxiden am Sonntag zum ersten Mal aus der Zeitung erfahren. Meine Damen und Herren, wenn man vorher schon mal Zeitung gelesen hat, wenn man ein paar Studien sich angeguckt hat, hätte man das als normaler Zeitungsleser mitbekommen können, es recht als Verkehrsminister. Und ich will jetzt gar nicht über die Frage reden, dass der Minister den Antworten auf unsere Anfrage selber gar nicht glaubt, seinen eigenen Antworten. Ich staune schon, dass die Bundesregierung geschrieben hat am 18. August 2015, dass ihr seit Herbst 2014 belastbare Indizien vorliegen, dass bei Stickoxiden Überschreitungen gerade bei Euro 6 Fahrzeugen vorliegen. Und man staunt doch, dass das der EU-Kommission geschrieben worden ist, der zuständige Verkehrsminister aber davon offensichtlich nichts gewusst haben will. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist einen Mentalitätswechsel. Wir brauchen die ehrliche Einhaltung von Umwelt- und Klimastandards, gerade auch zum Schutz für eine Zukunftsperspektive der deutschen Automobilindustrie. Und ich sage,
Und ich sage, meine Damen und Herren, wenn VW jetzt reinen Tisch machen will, dann muss dieser Mentalitätswechsel her. Und der erste Schritt ist, dass umfassende Transparenz hergestellt wird, dass all diejenigen, die im guten Glauben einen sauberen Wagen zu kaufen, dass Kollege, diese Sie Wagen müssen zum zurückgerufen Schluss kommen. Und nachgerüstet werden. Und diesen Mentalitätswechsel brauchen wir. Und dazu brauchen wir auch einen Verkehrsminister, der das vorantreibt und diese Maßnahmen macht. Und Herr Dobrindt, ich habe die Zweifel, dass Sie dazu in der Lage sind. Ich danke Ihnen. Oliver Krischer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnis Grünen, mit scharfen Angriffen gegen den Bundesverkehrsminister. Wörtlich sagte er, eine Kumpanei zwischen Bundesregierung und Automobilindustrie. Und Alexander Dobrindt hat jetzt die Chance, auf die Fragen selber zu antworten. Alexander Dobrindt für die Bundesregierung das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Krischer, Sie setzen ja hier das fort, was Sie auch schon die ganze Woche über in den Medien öffentlich verkündet haben. Ich kann Ihnen noch mal sehr deutlich sagen, ich missbillige dieses Verhalten von Ihnen. Sie haben öffentlich gesagt in einem Interview, ich zitiere da mal, es ist ganz offensichtlich, dass man hingenommen hat, dass diese Manipulationen stattfinden. Und Sie haben dabei die Bundesregierung verdächtigt. Ich kann Ihnen hier noch mal sagen, Ihre Verdächtigungen sind falsch, Ihr Verhalten ist unanständig und Ihr Auftritt hier war ein Minusrekord auf der Skala, lieber Herr Krischer. Die von Volkswagen eingestandenen Manipulationen bei Emissionen an Dieselfahrzeugen sind unzulässig und illegal. Daran gibt es keinen Zweifel. Das bedeutet nicht nur einen großen Schaden für die Marke VW, sondern erschüttert auch das Vertrauen der Verbraucher zutiefst. VW steht hier in der Verantwortung, den Schaden zu beheben und das Vertrauen wiederherzustellen. Und deswegen ist in der Tat die lückenlose Aufklärung der Manipulation, die vollständige Transparenz, die Kooperation und auch die öffentliche Unterrichtung gefordert und von uns auch so gegenüber Volkswagen eingefordert worden. Ich habe zu diesem Zweck bereits am Montag nach Bekanntwerden der Manipulationen das Kraftfahrtbundesamt angewiesen, strenge spezifische Nachprüfungen bei Volkswagen durch unabhängige Gutachter vorzunehmen. Die Nachprüfungen erstrecken sich übrigens auch auf Fahrzeuge anderer Hersteller, sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Und wir werden diese Nachprüfungen sowohl auf dem Prüfstand der sogenannten Rolle als auch unter Realverkehr vornehmen. Am Dienstag habe ich eine Untersuchungskommission eingesetzt aus Fachleuten des Bundesverkehrsministeriums und dem Kraftfahrtbundesamt, die bereits am Mittwoch in Wolfsburg vor Ort zu ersten Gesprächen und Einsicht in Unterlagen waren. Sowohl bei diesem Termin als auch bei den weiteren Gesprächen mit Volkswagen hat VW zugesagt, die Arbeit der Kommission vollumfänglich zu unterstützen und bei der Aufklärung mitzuarbeiten. Klar ist inzwischen, dass auch Fahrzeuge in Deutschland von diesen Manipulationen betroffen sind. Es sind Fahrzeuge nach unserer aktuellen Kenntnis der 2-Liter- und 1,6-Liter-Dieselklasse. Dabei handelt es sich um ca. 2,8 Millionen Fahrzeuge im deutschen Markt. Es steht jetzt auch in der Diskussion, dass 1,2-Liter-Fahrzeuge ebenfalls betroffen sind. Unsere Hinweise, zumindest aktuell, gehen wir davon aus, dass sich auch hier mögliche Manipulationen zeigen
können. Weiteres wird in den aktuellen Gesprächen mit Volkswagen gerade auch ermittelt. Wir konnten auch feststellen, so unser aktueller Kenntnisstand, dass auch leichte Nutzfahrzeuge von Volkswagen betroffen sind. Leichte Nutzfahrzeuge, in denen ebenfalls die in Rede stehenden Motoren zum Einsatz kamen. Das Kraftfahrtbundesamt fordert Volkswagen auf, verbindlich zu erklären, ob sich das Unternehmen in der Lage sieht, die eingestandenen technischen Manipulationen zu beheben, sodass die Fahrzeuge in einen den technischen Regeln entsprechenden Zustand gebracht werden können. Wir erwarten einen verbindlichen Zeitplan, bis wann die technische Lösung vorliegt und bis wann sie umgesetzt werden kann. Klar ist dabei auch, dass die Verbraucherinteressen vollumfänglich berücksichtigt werden müssen. Das heißt, dass alle Maßnahmen, die der Schadensbehebung wie auch die der möglichen Folgenauswirkungen, dürfen nicht zulasten des Kunden gehen. Meine Damen und Herren, wir achten darauf, dass sowohl die Aufklärung als auch die Transparenz, als auch die Schadensbehebung, als auch die vollumfängliche Berücksichtigung der Kundeninteressen auch so stattfindet. Und ich habe keinen Zweifel gegenüber Volkswagen daran gelassen, dass wir dies ständig aufmerksam begleiten werden und nicht nachlassen, bis der ganze Fall aufgeklärt ist. Sehr geehrter Herr Krischer, was wir dabei nicht machen sollten, ist die unzulässige Vermischung von einer Manipulation an einem Fahrzeug, einer verbotenen technischen Manipulation und den Verhandlungen, die wir seit 2011 auf europäischer Ebene führen, um die Prüfmechanismen zu optimieren. Sie wissen eigentlich sehr genau, dass seit 2011 in Brüssel die Verhandlungen zwischen der Kommission und den Nationalstaaten darüber gehen, dass wir neben dem Test auf der Rolle auch einen Test im Realverkehr auf der Straße schaffen, den sogenannten RDE-Test. Aktuell sind die Diskussionen darüber, wie dieser Test ausgestattet werden soll. Die Verkehrsminister der Länder sind sich seit langem darüber einig, dass sie diese RDE-Tests einführen werden. Und deswegen wird in den nächsten Wochen und Monaten auch weiter darüber debattiert, bis wann dies geschehen kann. Wir werden auf dem nächsten Verkehrsministerrat in Brüssel ebenso darüber reden. Die Vermischung der beiden Diskussionen ist noch mal unzulässig, eindeutig unzulässig. Es ist eine verbotene Manipulation auf der einen Seite, und auf der anderen Seite versuchen wir, die Prüfmechanismen zu verbessern. Der Diskussionsgegenstand bei den Prüfungen, zu sagen, dass auf der Rolle ein anderer Verbrauch, daraus resultierend ein anderer Schadstoffausstoß als auf der Straße entsteht, liegt ja daran, dass wir ein System auf der Rolle haben, das klar definiert ist, wie sich das Fahrzeug, wie das Fahrzeug zu messen ist. Das kann sich natürlich unterscheiden vom individuellen Fahrverhalten. Und deswegen ist es ja gerade die Idee zu sagen, wenn man Tests auf die Straße verlegen kann, näher an das reale Fahrverhalten der Autofahrer ranzukommen. Diese Diskussion führen wir, setzen wir um. Das ist allgemein bekannt, dass wir zu diesem Ergebnis auch kommen werden, dass Sie versuchen, das eine mit dem anderen zu vermischen und daraus einen Vorwurf zu machen. Das halte ich in der Tat für unredlich. Wir arbeiten daran, dass die Bedingungen der Tests verbessern werden. Und wir lassen keinen Zweifel daran, dass Manipulationen, unzulässige Manipulationen nicht stattfinden dürfen. Zumindest dürfen sie nicht ungestraft stattfinden. Dankeschön. Der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat alle Vorwürfe von Oliver Krischer zurückgewiesen und hat auch noch einmal erklärt, dass offensichtlich
2,8 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, eventuell sogar noch mehr, betroffen sind, sowie leichte Nutzfahrzeuge von VW. Sabine Leidig für die Linke. Darüber sprechen, warum dieser Abgasskandal eigentlich so gewaltig ist. Und dann stelle ich einige Sofortmaßnahmen vor, die wir als Linksfraktion fordern. Zunächst also, was ist Sache? In den USA wurde nachgewiesen, dass VW mit einem technischen Eingriff seine Dieselmotoren manipuliert hat. Und zwar bei 11 Millionen Autos, das hat VW zugegeben. Die meisten sind in Europa, viele auch in Deutschland unterwegs. VW hat dafür gesorgt, dass bei den standardisierten Messverfahren niedrige Abgaswerte vorgetäuscht werden. Im wirklichen Fahrbetrieb aber kommt das Zigfache aus dem Auspuff. Andere Autokonzerne haben das Gleiche gemacht. BMW ist in den Schlagzeilen. Die Firma Bosch hat bekannt gegeben, dass sie dieses Förder- und Dosiermodul zur Abgasnachbehandlung an fast alle Autohersteller geliefert hat. Auch die Werte von Benzinmotoren werden mit verschiedenen Eingriffen so manipuliert, dass sie auf dem Prüfstand deutlich weniger verbrauchen oder ausstoßen als auf der Straße. Das weiß man seit Jahren. Die Deutsche Umwelthilfe hat das auch akribisch nachgewiesen. Ich war auf einem Seminar, da haben einige Fraktionen komplett gefehlt. Schade. Heute veröffentlicht der VCD, dass 2001 diese Abweichungen noch bei 8% lagen. Heute liegen sie bei 40%. Das heißt, es hat System. Die Autofahrerinnen und Autofahrer, die auf sparsamen Verbrauch achten, werden belogen und betrogen. Seit Jahren wird darüber gesprochen, die Umweltverbände haben es öffentlich kritisiert. Seit Jahren werden unabhängige Prüfungen gefordert. Passiert ist nichts. Der Verkehrsminister hat nicht reagiert. Das zuständige Kraftfahrzeugbundesamt hat keine einzige eigene Kontrollmessung durchgeführt. Und es geht ja nicht um irgendwie gewisse Abweichungen. Die Verantwortlichen in der Automobilindustrie haben veranlasst, dass Schadstoffe weit über das verträgliche Maß hinaus in die Landschaft und in die Städte geblasen werden. Und zwar, weil sie noch mehr Profit machen wollen. Was in den Chefetagen der Automobilindustrie organisiert wurde, ist gewerbsmäßiger Betrug. Sie tragen bewusst und systematisch zur Schädigung von Gesundheit, Umwelt und Klima bei. Und das ist der eigentliche Skandal, den wir nicht länger hinnehmen dürfen. Es reicht nicht, wenn ein paar Herren aus den Vorständen zurücktreten. Die Verantwortlichen müssen strafrechtlich verfolgt werden. Die Bundesregierung muss alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die milliardenschweren Eigentümer der Autokonzerne für den finanziellen Schaden haftbar zu machen, der den Verbraucherinnen entstanden ist, dem Fiskus und der Allgemeinheit. Und damit bin ich bei unseren Forderungen für ein Sofortprogramm. Es muss eine neue und unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt werden. Die Expertinnen und Experten, die da in Einsatz gebracht werden, müssen von den Umwelt- und Verbraucherorganisationen oder vom VCD und anderen benannt werden, von den Organisationen, die tatsächlich seit Jahren gegen diesen Abgasbetrug vorgehen. Herr Dobrindt hat die eigenen Fachleute eingesetzt, aus seinem Ministerium und aus dem Kraftfahrtbundesamt. Aber genau die Leute haben diese Machenschaften seit Jahren einfach nicht gekontert. Sie haben es durchgehen lassen, als Helfeshelfer quasi, und jetzt wollen Sie die Sache, der Sache auf den Grund gehen. Das ist der ungeeignete Mechanismus. Diese Kommission, die wir fordern, muss bei allen in Deutschland produzierenden Autoherstellern, beim Automobilverband VDA und bei den Autozulieferern wie Bosch zu den Manipulationen an Fahrzeugmotoren ermitteln. Und sie muss dabei umfassend mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Es geht nicht nur darum, herauszufinden, mit welchem technischen Modul es VW gemacht hat. Drittens, die Kommission muss eine unabhängige Überprüfung der tatsächlichen Abgas- und Verbrauchswerte veranlassen. Das muss für alle PKWs repräsentativ durchgeführt werden. Da muss man auch nicht oder darf man auch nicht auf das neue europäische Verfahren, Prüfverfahren warten, denn die Bundesregierung hat es bisher immer verzögert und es ist überhaupt nicht sinnvoll, darauf zu warten. Man kann sofort etwas tun. Und die Kommission muss aus diesen Überprüfungen errechnen,
wie hoch die gesellschaftlichen Schäden sind, die die Automobilkonzerne verursacht haben. Und schließlich muss diese Kommission nicht dem Minister berichten, sondern dem Bundestag. Denn der Bundestag ist dafür verantwortlich, Schaden von der Bevölkerung und auch von der Umwelt abzuwenden. Zum Schluss noch eine Anmerkung. Dieser Skandal ist kein einzigartiges Ereignis. Die Bundesregierung hat immer wieder ihre schützende Hand über die Automobilindustrie gehalten. Und auch in dieser Legislatur gehen die Spitzenvertreter der Automobilindustrie im Kanzleramt und im Verkehrsministerium ein und aus. Das nützt aber den Menschen in diesem Land nichts. Es ist höchste Zeit, dass die Verkehrspolitik, Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen, auf andere Füße gestellt wird, sozialökologisch umgebaut wird. Und das geht nicht mit diesem Verkehrsminister. Sabine Leidig, ganz zum Schluss noch einmal mit einer indirekten Aufforderung zum Rücktritt an Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Nächste Rednerin hier von der SPD, Kirsten Lühmann. Sie ist Sprecherin für Verkehr und digitale Infrastruktur. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, als erstes ist festzustellen, die deutsche Fahrzeugindustrie ist ein weltweiter Innovationsmotor für neue Sicherheits- und Umwelttechnik. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten deutlich gesehen. Ich könnte Ihnen Vorschläge machen, von Fahrer-Airbag über ABS bis hin zu digitalen Außenspiegel und teilautonomen Fahren. Über 750.000 Menschen in unserem Land bauen zuverlässige und sichere Fahrzeuge. Das war letzte Woche so, das ist diese Woche so und das wird nächste Woche auch so sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nur eins ist diese Woche anders. Es ist etwas bekannt geworden, was uns die Wirtschaft immer als bei deutschen Firmen undenkbar dargestellt hat, nämlich dass aus Gründen der Gewinnmaximierung gesetzliche Standards, dass dort betrogen wurde. Für mein gänzliches Unverständnis sorgt die Tatsache, dass einige Fachleute jetzt sogar sagen, dass der zur Diskussion stehende Motor durchaus problemlos die strengen amerikanischen Normen hätten einhalten können, wenn nur zum Beispiel ein entsprechender Filter eingebaut worden wäre, was allerdings nicht passiert ist, weil einige VW-Verantwortliche eben dieses Geld sparen wollten. Das ist skandalös, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben zwei Dimensionen bei dem Thema. Das erste ist die Aufklärung. Dabei hat VW uneingeschränkte Kooperation zugesagt, erste personelle Konsequenzen gezogen. Und der neue Vorstandsvorsitzende muss jetzt allerdings den Worten Taten folgen lassen. Das kann er sehr gut, weil der Minister, er hat es eben angesprochen, eine Kommission eingesetzt hat, die die Frage untersuchen soll, ob die Motoren auch ohne Manipulationen die europäischen Normen erfüllen können. Da diese Frage und die daraus resultierenden möglichen rechtlichen Folgen bis hin zu Rückrufaktionen, die Menschen in Deutschland besonders bewegen, sind wir der Meinung, dass es einen zeitnahen Zwischenbericht geben sollte im Verkehrsausschuss, möglichst noch im nächsten Monat. Die zweite Frage nun ist, wie können solche Manipulationen in der Zukunft möglichst verhindert werden? Zurzeit schreibt die EU umfangreiche Prüfungen vor, und zwar sowohl für Neufahrzeuge bei der Typzulassung als auch später mit Gebrauchtwagen. Und Herr Krischer, Sie wissen genau, die Prüfungen mit Gebrauchtfahrzeugen werden eben nicht von den Fahrzeugherstellern durchgeführt, sondern von unabhängigen Prüforganisationen. Allerdings, und da gebe ich Ihnen recht, all diese Prüfungen finden im Labor unter den gleichen Bedingungen statt, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Und das Problem dabei ist, auf dem Prüfstand kommen idealisierte Werte zustande, die wenig mit dem tatsächlichen Verbrauch der Fahrzeuge zu tun haben und daher als Kundeninformation wenig hilfreich sind. Und der zweite Thema dazu, vorhersehbare Prüfzyklen sind relativ einfach manipulierbar. Es ist bekannt, dass Programme, die Prüfzyklen erkennen, nicht nur bei CO2 und Stickoxiden, sondern zum Beispiel auch bei Lärm existieren. EU-weit sind bei Motoren sogenannte Abschaltautomatiken verboten, grundsätzlich. Grundsätzlich heißt aber auch, dass sie ausnahmsweise eingebaut werden können. Und das nun ist das Problem bei der Prüfung. Die Prüfenden müssen feststellen, ist es eine legale Abschaltautomatik oder hat sie neben der legalen Software noch eine illegale da drauf.
Dazu muss tief in die Programmierung geschaut werden, und allen EU-Mitgliedstaaten ist diese Problematik bekannt. Und daher haben sie auch gehandelt. Sie haben eben nicht nichts getan, sondern alle Verkehrsminister haben verabredet, Lösungen zu entwickeln. Und wir alle haben hier im Verkehrsausschuss gemeinsam diese Fortschritte verfolgt. Keiner wusste mehr als der andere. Wir alle wussten, es ist eben angesprochen worden, ADAC und Deutsche Umwelthilfe haben seit Jahren darauf hingewiesen, Werte aus dem Labor können nicht realistisch sein, seien sie nun manipuliert oder nicht. Und daher sind neue Verfahren im Echtbetrieb erforderlich. Der Minister will so etwas jetzt prüfen, auch wenn das noch keine Rechtsfolgen haben kann. Rechtsfolgen kann es nur haben, wenn wir die von der EU inzwischen entwickelten Verfahren endlich verbindlich einführen, nämlich vergleichbare Standards im Echtbetrieb, die wenig manipulationsanfällig sind. Und die Kommission hat uns solche Verfahren vorgeschlagen. Ja, es gibt dort noch einige Bedenken. Deshalb habe ich erfreut zur Kenntnis genommen, dass der Verband der Automobilindustrie jetzt sagt, er möchte intensiv und konstruktiv an der Lösung dieses Themas mitarbeiten. Angesichts der aktuellen Ereignisse gehe ich also davon aus, dass der Verband aktiv die möglichen Bedenken von Kritikern ausräumen wird, damit wir das neue Verfahren möglichst schnell, möglichst noch im nächsten Jahr einführen können. Und das führt dann endlich zu der erforderlichen Klarheit für die Verbrauchenden wie für die Behörden und wäre wenigstens ein positives Ergebnis dieses Skandals. Herzlichen Dank. Kirsten Liemann hat zunächst erstmal die herausragende Rolle der deutschen Automobilindustrie auch für die deutsche Wirtschaft hervorgehoben. Nächster Redner jetzt Thomas Wiesehohn für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er ist Mitglied im Verkehrsausschuss. Sehr geehrte Damen und Herren, das VW-Werk im nordhessischen Baunatal ist mit rund 16.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber meines Wahlkreises mit einer herausragenden Bedeutung für die gesamte Region. Mit großem Fleiß und großer Zuverlässigkeit werden dort von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich unter anderem mehr als 4 Millionen Schalt- und Automatikgetriebe produziert. Das entspricht der Hälfte der weltweit vom Konzern benötigten Getriebe. Die von dem jetzigen Skandal ausgehende Betroffenheit ist da in meiner Heimat besonders groß. Ich selbst bin fassungslos, wie Einzelne im VW-Konzern mit ihrer Verantwortung für das Unternehmen und für Hunderttausende Beschäftigte umgegangen sind. Ich will aber, ohne das Handeln von VW in irgendeiner Weise zu relativieren, auch auf die Verantwortung der Gesetzgeber bei den Festlegungen von Grenzwerten eingehen. In Sachen Dieseltechnologie hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan, auch unter Mitwirkung der Politik. Durch strengere Abgasnormen auf EU-Ebene haben wir die Einführung von Rußpartikelfiltern bei Dieselfahrzeugen erreichen können. Eine Regelung, die Industrie mit vorhandener Technik umsetzen konnte und die heute zum Standard gehört. Dazu kommt die seit Februar 2012 bis heute bestehende Möglichkeit einer vom Bund geförderten Nachrüstung dieser Filter. Wir haben den Diesel im Pkw-Bereich mit erfüllbarem Aufwand sauberer gemacht, zusammen mit der Automobilindustrie, und wir bleiben am Ball. Erst gerade mit Einführung der Euro 6-Norm haben wir den zulässigen Ausstoß von Stickoxid für neu zugelassene Dieselfahrzeuge auf den Maximalwert von 80 Milligramm pro Kilometer begrenzt. Herr Kreischer, ein bisschen weniger. Für Ottomotoren gelten 60 Milligramm. Der Fortschritt der Dieseltechnologie ist gewaltig, wenn man bedenkt, dass wir von einem Grenzwert von 500 Milligramm in 2001 kommen. Die Gründe dafür, dass der Grenzwert bei Dieselfahrzeugen in den USA gerade mal bei der Hälfte liegt, können verschieden sein. Sicherlich Umweltaspekte. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die USA damit auch wirtschaftliche Eigeninteressen verfolgen. Die Dieseltechnologie kommt aus Europa und ist für die Verbraucher attraktiv, weil der Treibstoff energieeffizienter, günstiger und der Verbrauch dazu geringer ist. Im Jahr 2012 waren lediglich 3% der zugelassenen Fahrzeuge in den USA Dieselfahrzeuge. Die neuen höchst innovativen Dieseltechnologien, die auch VW nutzt, ließen eine Steigerung mehr als das Doppelte auf 7% und für 2023 auf 28% zu. Worauf will ich hinaus? Mit der Herabsetzung von Grenzwerten kann man eine Technologie natürlich auch ganz vom Markt verdrängen. Scheinbar wollen Sie das. Ich will es nicht.
denn ich bin für einen schonenden Umgang und einen effizienten Umgang mit unseren Ressourcen. Bei allem Fortschritt und der Förderung umweltschonender Technologien, die ich ausdrücklich gutheiße, kommt derzeit eine völlige Verdrängung des Diesels ja wohl nicht in Betracht. Dafür muss man sich einmal mit der Gewinnung von Dieselkraftstoff befassen. Dieses ist ein Produkt, das unweigerlich bei der Aufbereitung von Rohöl gewonnen wird, genau wie Benzin, Kerosin und Flüssiggas. Deshalb sollten wir dieses Produkt auch weiter in einem Nutzen zuführen. Die Verdrängung oder die Abschaffung des Diesels ist der falsche Schritt und würde nicht einmal zur weiteren Verbesserung des Klimas führen. Ganz im Gegenteil. Bei der Verbrennung von Benzin entstehen mehr Treibhausgase als bei der Verbrennung von Diesel. Auch ich bin dafür, dass die Weiterentwicklung vorangetrieben wird, und dazu leistet die Politik und hat auch die Politik ihren Beitrag geleistet. Aber mit Bedacht und den zumutbaren Schritten, die Hersteller auch umsetzen können. Ich will das Vorgehen, und das wird Sie dann beruhigen, in keinster Weise entschuldigen oder bagatellisieren. Ich möchte aber, dass der Vorfall zum Anlass genommen wird, die Grenzwertpolitik der vergangenen Jahre, im Übrigen gilt das auch für andere Emissionen, ab und zu mal zu hinterfragen. Wir sind auf einem guten Weg, Herr Krischer. Ihr Weg ist natürlich, die Autos einfach stehen zu lassen. Wenn das Ihr Weg ist, meiner ist es nicht. Natürlich steht vollumfassende Aufklärung voran. Und Alexander Dobrindt hat zu Recht die Überprüfung angeordnet, ob vergleichbare Manipulationen am Abgassystem auch in Deutschland stattgefunden haben. Seine Einberufung der Untersuchungskommission wird dies in Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrtbundesamt und auf technischer Seite mit den unabhängigen Sachverständigen von DÜV und DEKRA klären. Lassen Sie uns das Ergebnis dieser Untersuchung abwarten und dann urteilen. Lassen wir aber nicht zu, dass dieser Fall dazu führt, dass eine ganze Branche, die in den letzten Jahren vieles, und Frau Lühmann hat das eben auch betont, gerade im Hinblick auf die Verminderung von Schadstoffemissionen geleistet hat, in Verruf gerät. Das schadet nicht nur zu Unrecht den anderen Unternehmen, sondern am Ende auch den fleißigen, ehrgeizigen und zu Recht stolzen Mitarbeitern der deutschen Automobilindustrie. Dankeschön. Thomas Wiesemann hat hier eine Lanze für die Dieseltechnologie gebrochen. Nächster Redner kommt wieder von der Linken, Herbert Behrens. Es ist in dem Fall Obmann im Verkehrsausschuss für seine Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das, was Herr Wiesemann uns hier vorgestellt hat, auch der Punkt ist, mit dem die Untersuchungskommission in Wolfsburg unterwegs sein würde, dann wird mir eigentlich Angst und Bange. Denn da wird genau das Gegenteil von dem gemacht, was Sie gesagt haben. Lasst uns bloß bei den Grenzwerten aufpassen, damit wir nicht eine ganze Industrie irgendwie in die Ecke dringen, in die sie nicht hingehört. Wenn wir nicht aufpassen, dass die Industrie mit diesen Arten, mit diesem Vorgehen um Marktanteile ringt, dann schafft die Industrie uns und die Arbeitsplätze ab. So müssen Sie das denken. Und von daher sind wir gehalten, sowohl als Gesetzgeber als auch als Parlamentarier und politische Menschen einzugreifen in das, was wir hier sehen. Wir wissen, Autoabgase töten. Und darum wird der Gesetzgeber aktiv. Er ist dafür verantwortlich, dass seine Bevölkerung auch in diesem Land gesund leben kann, auch bei zunehmenden Verkehrsbelastungen gesund leben kann. Darum gibt es Grenzwerte. Darum gibt es auch die Pflicht, diese Grenzwerte einzuhalten. Und es gibt die Notwendigkeit, diese Grenzwerte auch zu kontrollieren, umzukehren und sagen, jetzt passen wir mal die geltenden Grenzwerte den tatsächlichen Verbräuchen an und den tatsächlichen Schadstoffausstoß. Dann ist sämtliche Umweltpolitik, sämtliche Verkehrspolitik der letzten Jahre mit einem Ton, mit einer Tat hier aus der Welt geräumt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Autokäufer sind sich beim Kauf eines Autos durchaus bewusst, wenn Sie möglichst umweltschonend fahren wollen, sich ein Auto auszusuchen, was sowohl beim Schadstoffausstoß als auch beim Verbrauch das auch einhält, was dort zu lesen ist. Wenn jetzt diese Werte gar nicht stimmen, dann ist es ein Betrug, ein vorsätzlicher Betrug an den Interessen der Kundinnen und Kunden mit den entsprechenden wirtschaftlichen Schaden. In den USA wird damit gerechnet, bei der entsprechenden Klagemöglichkeit, die man dort hat, dass ein Schaden für den VW-Konzern von bis zu 18 Milliarden Euro entstehen kann.
Wenn das kein Schaden auch für die deutsche Volkswirtschaft ist, an der wir auch ein Stück durch unsere falsche Kontrollpolitik, die sich von meiner, wie sie von meiner Kollegin Leidig schon dargestellt worden ist, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Kontrollen auch das einhalten, sind wir ein Stück mitverantwortlich, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher so getäuscht und betrogen werden. Wir haben deshalb diesen Fünf-Punkte-Plan aufgelegt, um schnell, sehr schnell und gründlich mit den Punkten aufzuräumen, die offenkundig, so der Sachstand heute, dazu geführt haben, dass diese Betrügereien am Kunden stattfinden konnten. Die Automobilindustrie täuscht bei den Verbrauchswerten, beim Schadstoffausstoß, und sie tun das, um in einem mörderischen Wettbewerb der Automobilindustrie mit eigentlich im Wortsinne eben solchen Maßnahmen vorzugehen. Wir haben die Pflicht, als Gesetzgeber diesen mörderischen Konkurrenzkampf zulasten der Kundinnen und Kunden und der Bevölkerung Einhalt zu gebieten, und darum ist es wichtig, sofort und schnell zu handeln. Die Bosse haben diesen Schaden erst mal von sich weggestrichen und haben gesagt, das werden wir so, wir werden das mit entsprechenden personellen Maßnahmen lösen, und darum wurden schon mal die Manager ausgetauscht. Winterkorn und Neusser gehen bei VW, Hatz bei Porsche, Hackenberg geht bei Audi. Damit werden offenbar Verantwortliche aus dem Verkehr gezogen, aber sie sind trotzdem verantwortlich. Und darum ist das so wichtig, dass eben die Verantwortung bei denen bleibt, die jetzt aus ihren Bereichen abgelöst worden sind und künftig nicht mehr verantwortlich sein sollen. Und darum sind sie auch heranzuziehen, sowohl beim finanziellen Ausgleich als auch bei anderen, wenn es strafrechtliche Konsequenzen daraus geben sollte. Der Porsche-Boss, Porsche-Piech-Clan kann man ja sagen, verfügt ein privates Vermögen von 35 Milliarden Euro. Winterkorn gehörte zu den bestbezahlten Managern Europas. Sie haben über Jahre gescheffelt, immer mit dem Hinweis, wir sind die Erfolgreichen auf dem Automobilmarkt. Darum stehen uns solche Gehälter, darum stehen uns solche Boni zu. Sie müssen mit diesen Dingen, die Sie in den letzten Jahren abgeräumt haben, wieder herangezogen werden zum Ausgleich des Schadens. Die Belegschaft steht vor einer Riesenaufgabe. Sie haben wahrscheinlich, wenn der Verkehrsminister am Sonntag das aus der Zeitung erfahren haben, vielleicht haben Sie es auch erst am Sonntag aus der Zeitung erfahren, welche Instrumente Sie in den Jahren in Ihren Autos verbaut haben. Das wollen Sie nicht. Und von daher ist es notwendig, dass wir auch innerhalb des VW-Konzerns zu einer Zusammenarbeit kommen zwischen den mitbestimmten Gremien und der Belegschaft, wie sie offenbar überhaupt nicht funktioniert hat. Wenn Osterloh davon spricht, der Betriebsratsvorsitzende, es habe ein Kasernengehorsam in Wolfsburg geherrscht, dann ist dadurch das Problem zu sehen. Darum ist es notwendig, dass wir jetzt bei den Untersuchungen, die wir auf der Grundlage unseres Fünf-Punkte-Programms wollen, auch jeden Hinweisgeber, sogenannte Whistleblower, davor schützen, dass sie Nachteile erreichen, wenn sie endlich auspacken über die Struktur des vorsätzlichen Betrugs, den es bei VW gegeben hat und den wir damit bekämpfen wollen. Sagt Herbert Behrens von der Linken, Autoabgase töten. Deswegen ist es die Pflicht des Gesetzgebers, die Grenzwerte so niedrig wie möglich zu halten und vor allen Dingen sie zu kontrollieren. Arno Klar jetzt für die Sozialdemokraten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der Auffassung, dass wir jetzt zwei große Aufgaben haben. Die erste Aufgabe besteht darin, dass Vertrauen wiederhergestellt wird. Und das Vertrauen drückt sich aus darin, dass die gemessenen Verbrauchswerte auch die tatsächlichen sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, etwas in die Zukunft gesprochen, wir müssen jetzt politisch die richtigen Weichen stellen. Und zwar diese Krise auch als Chance nutzen zur Dekarbonisierung der Mobilität. Lassen Sie mich was sagen zu dem ersten Punkt. Geht das? Kann man das hinbekommen? Ja, das geht. Frau Lühmann hat gerade schon darauf hingewiesen, die Systemanforderungen sind eigentlich auf ein paar Punkte zu reduzieren, die da lauten, das System muss transparent sein, das System muss messgenau sein, natürlich zuverlässig, zukunftssicher, kosteneffizient, auch standardisierbar. Und es muss natürlich auch, leider muss man das fast sagen, möglichst manipulationsresistent sein. Die Frage ist jetzt, gibt es so etwas schon? Im Lkw-Bereich gibt es das bereits. Und manchmal muss man mal nachschauen, was man im eigenen Hause mit Kafka zu reden alles vorrätig hat. Das System heißt VECTO. Das ist eine Abkürzung, die man lesen kann, ein Akronym, und heißt im Langtext
Vehicle Energy Consumption Calculation Tool. Kann man sofort wieder als Nichtverkehrspolitiker vergessen. Nur Vector sollte man sich merken. Was ist das? Das ist eine Kalkulationssoftware, die einzelne Elemente, die verbrauchsrelevant sind, misst, und zwar die tatsächlichen Verbrauchswerte, misst und dann in diesem Kalkulationstool zusammenfügt. Für LKWs funktioniert das so gut, die Prototypen, die in Gebrauch sind, dass die Abweichungen unter 3% liegen. Unter 3%. Also durchaus genau treffgenau. Am Ende könnte so etwas stehen wie ein Verbrauchertool, dass ich mir nicht mehr bei der Konfiguration ein Fahrzeug aussuche nach der Marke, sondern meine Bedingungen programmiere und dann ein TAG-optimiertes Fahrzeug bekomme und dann erst die Marken zugeordnet werden. Das wäre ein Fortschritt. Zur zweiten Aufgabe ist nicht nur die Idee, dieses Vector gibt es bereits, also es ist mehr als eine Idee, es ist über die Blaupause hinaus. Der zweite Punkt, zu dem ich kommen will, die Zukunft ist Wasserstoff, Brennstoffzelle und Elektromobilität. Das ist die Zukunft. Und Herr Rimkus wird ja nicht müde, darauf immer wieder hinzuweisen, dass das die Zukunft sei. Und er hat völlig recht. Wir müssen nicht Emissionen raus- und runterrechnen, sondern technologische Innovationen in die Welt setzen. Und natürlich auch, da hat der Bundeswirtschaftsminister gestern darauf hingewiesen, durch Kaufanreize den Markt in diesem Bereich stimulieren. Er hat gesagt, wir brauchen jetzt Incentives dazu. Das heißt, ja, wenn man das mal, man muss auch mal den Blick in den Haushalt nehmen. Und da stehen jetzt für genau diesen Bereich, NOW, stehen 20 Millionen mehr. Und in der mittelfristigen Finanzplanung summiert sich das auf 220 Millionen. Genau in diesem Bereich, das heißt jetzt der Großen Koalition vorzuwerfen, sie würde dort nicht investieren, stimmt einfach nicht. Also das ist auch schon da. Das heißt, wir müssen aus der Krise eine Chance machen. Und ich bin auch relativ sicher, dass uns das gelingt, dass wir das können. Denn Frau Lühmann hat zu Recht zu Beginn ihrer Rede darauf hingewiesen. Wir haben die besten Automobilingenieure der Welt. Und wir bauen auch mit die besten Autos der Welt. Und diese Autos müssen in Zukunft emissionsfrei und CO2-neutral durch die Gegend fahren. Dann wird daraus auch der Business Case für das ganze Land. Dankeschön. 4 Minuten. Super. Vorbild. Also, als nächster Redner. Freitagnachmittag, meine Damen und Herren, auch die Abgeordneten schauen ein bisschen auf die Uhr, die aktuelle Stunde hier. Nächster Redner Stefan Kühn für die Bündnisgrüne, Sprecher für Verkehrspolitik seiner Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass VW die Abgaswerte illegal manipuliert hat, ist wirklich schockierend. Heute sind die wirtschaftlichen Folgen noch nicht absehbar, aber klar ist, die gesamte Automobilbranche hat nicht nur einen Kratzer abbekommen, da ist richtig der Lack ab. Der noch größere Skandal, meine Damen und Herren, ist aber, dass seit Jahren durch zahlreiche Untersuchungen belegt ist, dass Dieselautos die Abgaswerte um ein Vielfaches überschreiten und die Bundesregierung genau null dagegen unternommen hat. Und Volkswagen ist insofern nur ein neues Kapitel einer langen Kette von Mogelei. Man habe seit dem Herbst 2014 belastbare Indizien, dass selbst moderne Euro 6 Diesel im Realbetrieb vielfach erhöhte Stickoxidemissionen aufweisen. Das schrieb die Bundesregierung im August in ihrer Antwort auf einen Mahnbrief aus Brüssel. Denn Brüssel hat Deutschland im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens angezählt, weil die gesundheitsgefährdenden Stickoxidbelastungen in unseren deutschen Städten zu hoch sind, sehr geehrter Kollege Wiesehorn. Das ist nämlich das Problem, über das wir hier reden. Und 2/3 der NOx-Belastung kommt vom Verkehr und dort vor allen Dingen eben von den Dieselmotoren. Das gehört dazu. Und diese Emissionen müssen runter. ICCT hat im Oktober 2014 herausgefunden, dass die Stickoxidwerte auf der Straße die erlaubten Werte im Durchschnitt um das 7-fache überschreiten. Diese Abweichungen lassen sich im Übrigen nicht mit Unterschieden zwischen Laborbedingungen und realem Fahrverhalten sozusagen erläutern, denn der überwiegende Teil der beobachteten Überschreitung konnte weder extremen noch untypischen Fahrsituationen zugeordnet werden. Das ist also ganz klar ein systematisches Problem und hat nichts zwischen Realverbräuchen und den Laborbedingungen zu tun. Was haben Sie, Herr Dobrindt, mit diesen Ergebnissen seit 2014 gemacht? Nichts.
Sie haben gegen diese Verbrauchertäuschung nichts unternommen. Sie hätten spätestens 2014 nach diesem ICTT-Bericht eine Untersuchungskommission einrichten müssen und spätestens seit 2014 das Kraftfahrtbundesamt mit Nachprüfung beauftragen müssen und nicht erst vor einer Woche. Auch das Umweltbundesamt hat in Untersuchungen durchgeführt und Nachprüfungen eingefordert. Insofern ist es auch albern, hier sich hier hinzustellen und zu sagen, wir warten mal auf den RDE, denn der kommt bekanntlich nicht vor 2017. Trotz auch dieser Untersuchung einer nachgeordneten Behörde der Bundesregierung hat der Bundesverkehrsminister nicht einmal sich die Mühe gemacht, die Angaben der Hersteller zu kontrollieren. Erst jetzt wollen Sie prüfen, ob das, was typgenehmigt wurde, auch tatsächlich verbaut wurde. Das ist viel zu spät. Die grüne Bundestagsfraktion hat diese Woche den Antrag zum Schutz der Verbraucher unzutreffende Angaben beim Spritverbrauch und Schadstoffausstoß von PKWs eingebracht. Wir fordern darin regelmäßige, unabhängige Nachtests für Abgase und CO2. Die zahlreichen legalen Schlupflöcher bei den Labortests müssen endlich beseitigt werden. Die Abgastests spiegeln in keinster Weise die Wirklichkeit wider. Schnelles Beschleunigen oder Fahren bei über 120 km/h kommen darin überhaupt nicht vor. Das geht an den realen Fahrverhältnissen aber völlig vorbei. Deshalb brauchen wir andere Labortests, damit Abgastests wirklich repräsentativ sind und aussagekräftig. Es ist traurig im Übrigen, dass es einen solchen Skandal braucht, damit das Kraftfahrtbundesamt was tut, was es hätte schon längst tun müssen. Zusätzlich zur Überprüfung der Fahrzeuge im Labor müssen auch Straßentests vorgenommen werden, also Messungen während der Realfahrten, nicht nur auf dem Rollenprüfstand. Die zuständigen Ergebnisse müssen dann auch endlich allen Verbraucherinnen und Verbrauchern öffentlich zugänglich gemacht werden. Auch das ist bisher nicht erfolgt. Der Verband der Automobilindustrie, der ja auffällig in den letzten Tagen abgetaucht ist, wollte uns immer weismachen, dass der sogenannte Clean Diesel für das Erreichen der Klimaschutzziele absolut unverzichtbar sei. Genau das Gleiche hat das Bundesverkehrsministerium auch immer behauptet. Nein, meine Damen und Herren, der Diesel ist ein Teil des Problems. Und es wird deutlich, dass die Bundesregierung kein Konzept hat, wie sie die Stickoxidbelastung in unseren Städten deutlich reduzieren will und wie sie die Luftqualität in diesen Städten deutlich verbessern werden kann. Das fehlt und das ist das Problem, über das wir gesprochen haben, Herr Kollege Wiesohn. Auch die Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehr findet nur auf dem Papier statt. Wir reden nicht nur über Abgase. Auch hier hat der ICCT Differenzen zwischen Herstellerangaben und tatsächlichen Kraftstoffverbrauch festgestellt, die übrigens immer größer auseinandergehen. Auch hier gibt es zahlreiche Schlupflöcher im Testverfahren im Labor. Wenn jetzt die Abgaswerte vom Kraftfahrtbundesamt kontrolliert werden, müssen auch die Verbrauchsangaben mitkontrolliert werden und in die Untersuchung einbezogen werden. Herr Minister, das erwarten wir jetzt von Ihnen. Und wer wirklich CO2-Emissionen reduzieren will und die Luftqualität in Städten verbessern will, der muss endlich die Chance ergreifen und die Elektromobilität zum Fliegen zu bringen. Das sehe ich ganz genau wie der Kollege Herr Klare. Insofern sage ich auch, wenn man das erreichen will, Herr Kollege, auch Sie müssen zum Schluss kommen. Und dieses Marktanreizprogramm fehlt und wir warten drauf. Herzlichen Dank. Stefan Kühn hat noch mal gesagt, der Verkehrsminister hat seinen Job nicht gemacht und nicht richtig gemacht. Nächster Redner jetzt für die CSU, Florian Ossner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir stimmen alle darüber überein, dass es sich bei den Manipulationen in einem Automobilkonzern um ein völlig inakzeptables Fehlverhalten handelt. Allerdings stehen wir erst am Anfang der Ermittlungen. Viele Details und Fragen sind derzeit noch ungeklärt. Deswegen warne ich ausdrücklich davor, und dies ist insbesondere an Sie gerichtet, liebe Kollegen der Grünen, sich im Eifer des Gefechts wie ein Elefant im Porzellanladen aufzuführen und die positive Reputation unserer Automobilindustrie zu verdeppern. Hören Sie deshalb bitte auf, immer alles zu skandalisieren und schlecht zu reden. Allerdings ist es schon interessant, sich in diesem Zusammenhang die Chronologie der Ereignisse anzuschauen. Der International Council
On Clean Transportation mit Sitz in Berlin liefert Informationen in die USA. Die Fraktion der Grünen stellt hierzu eine kleine Anfrage im Sommer. Und die Diskussion kommt ausgerechnet dann auf, wenn mit der IAA die weltweit größte Leistungsschau der Automobilbranche in Frankfurt stattfindet. Wir sollten im Rahmen dieser Debatte nicht vergessen, dass in der deutschen Automobilindustrie erstklassige Arbeit geleistet wird. Die deutschen Autobauer sind weltweit Spitze, insbesondere auch was die Umweltverträglichkeit angeht. Die hart arbeitenden Mitarbeiter der Automobilbranche dürfen deshalb nicht aufgrund Verfehlungen Vereinzelter unter Generalverdacht gestellt werden. Zudem warne ich davor, die jetzige Debatte dazu zu missbrauchen, um die Selbstzünder komplett zu verteufeln, auch wenn ich selbst, wie einige Vorredner schon gesagt haben, ein Freund der wasserstoffbetriebenen und vollelektrischen Fahrzeuge bin. Bei Verbrennungsmotoren hat sich nämlich Gewaltiges in den letzten 10 Jahren getan. Sowohl im Verbrauch, aber auch die spezifischen CO2-Emissionswerte von PKWs sind in Deutschland von knapp 175 auf 125 Gramm CO2 pro Kilometer gesunken, also fast ein Drittel weniger. Eine beeindruckende Zahl, vor allem wenn man zugleich den stetigen Anstieg der Verkaufszahlen von den sparsameren Dieselfahrzeugen berücksichtigt. Herr Grischer, schreien allein hilft da auch nicht. Eine großartige Leistung der deutschen Automobilindustrie, was übrigens auch nur mit der Dieseltechnologie möglich wurde. Für das Einsetzen einer Untersuchungskommission mit dem Auftrag festzustellen, ob die betreffenden Fahrzeuge innerhalb der bestehenden deutschen und europäischen Vorschriften gebaut werden, möchte ich ausdrücklich ein großes Lob an unseren Bundesverkehrsminister aussprechen. Lieber Alexander Drobind, herzliches Dank für dieses sehr beherzte Handeln. Die Kommission hat am 22. September ihre Arbeit aufgenommen und wird unter anderem auch Gespräche mit den amerikanischen Umweltbehörden EPA sowie auch mit den Automobilherstellern führen. Mit ihren falschen Anschuldigungen vorab, liebe Grüne, die Bundesregierung hätte seit dem Frühsommer alle Vorgänge gekannt, sowie den fortgesetzten Angriffen auf den Bundesminister Dobrindt, tragen sie ja keineswegs zur Aufklärung des Sachverhalts bei, sondern verzögern diesen auch noch vorsätzlich aus einfacher populistischer Profilierungssucht. Ihr Verhalten ist nicht nur kontraproduktiv, sondern auch ein Stück scheinheilig. Und ich will auch ergänzen, warum. Die Antwort der Bundesregierung, die Sie jetzt als direkten Beweis heranziehen, war Ihnen doch schon seit Monaten bekannt. Sie hätten also vor Monaten selbst Alarm schlagen müssen, wenn doch alles so klar gewesen wäre. Dass Sie das nicht getan haben, sondern der Bundesregierung nun Untätigkeit vorwerfen, kann man Ihr Verhalten nur als heuchlerisch bezeichnen. Man muss hier schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Fakt ist, dass der Artikel 3 Absatz 10 der Verordnung den Begriff einer Abschalteinrichtung legal definiert. Fakt ist aber auch, dass die Definition im Zusammenhang mit Artikel 5 Absatz 2 zu sehen ist. In diesem wird klar und unmissverständlich geregelt, wann die Verwendung einer Abschalteinrichtung zulässig ist und wann nicht. Dies ist beispielsweise der Fall, um den Motor vor Beschädigungen oder bei einem Unfall zu schützen. Ein Blick in Ihre eigene Anfrage, liebe Grüne, erleichtert hier definitiv die Wahrheitsfindung. Darin steht, dass die Bundesregierung der Auffassung auch der Europäischen Kommission teilt, dass sich das Konzept zur Verhinderung von Abschalteinrichtungen in der Praxis bislang nicht umfänglich bewährt hat. Und daher auch die Arbeiten, hören Sie doch mal zu, dass Sie was dazulernen können, auch die Arbeiten zur Fortentwicklung des EU-Regelwerks weiter unterstützt wird. Ich glaube, da sind wir uns einig, und zwar nicht erst, seitdem die Vorgänge in den USA bekannt geworden sind. Anstatt politische Scheingefechte zu führen, sollten wir deshalb lieber gemeinsam an der Aufklärung dieser aktuellen Missstände arbeiten und weiteren Schaden auch vom Industriestandort. Auch Sie muss ich ermahnen, zum Schluss zu kommen. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören. Florian Ossner war das, der davor gewarnt hat, die deutsche Automobilindustrie unter Generalverdacht zu stellen. Nächste Rednerin hier in der Aktuellen Stunde, Uli Nissen für die SPD.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von VW. Wir alle sind am Wochenende von den unter Betrugsabsichten unter den Betrugsabsicht manipulierten Abgaswerten von VW kalt erwischt worden. Erst dachte ich, das kann doch nur eine gefälschte Nachricht sein, aber leider erwies sie sich als wahr. Alle sind geschockt von diesem Vorgehen, auch die Belegschaft von VW. Der Betriebsratsvorsitzende Osterloh hat es in einem Schreiben formuliert, ich zitiere, dies rüttelt am Selbstverständnis unseres Unternehmens und diskreditiert unsere gute Arbeit. Dem kann ich nur zustimmen. Weltweit sind knapp 600.000 Beschäftigte betroffen, in Deutschland etwa 270.000, Nordhessen mit 16.000 Mitarbeitern ist schon erwähnt worden. Wie geht es der Belegschaft jetzt? Viele machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz und haben auch Verluste durch Kursverfall durch Mitarbeiteraktien erlebt. Auch in deren Interesse ist die lückenlose Aufklärung über das Ausmaß der Manipulation wichtig. Aufklärung alleine genügt aber nicht. Wir müssen auch handeln und verändern. Mich als Umweltpolitikerin hat es besonders empört, dass erneut sträflich mit der Gesundheit der Bevölkerung umgegangen wurde. Grenzwerte wurden bewusst umgangen und damit wurden mehr Schadstoffe als erlaubt ausgestoßen. Der Gedanke an der Nachhaltigkeit, der Unternehmensverantwortung für die Umwelt, für die Luft, ja, für die Menschen, hörte an der eigenen Fabriktür auf. Das ist schäbig. Und das ist auch kein Problem eines einzigen Unternehmens oder einer einzelnen Branche. Das will ich hier deutlich machen. Hohe Absatzzahlen und deutliche Gewinnsteigerungen sind bei vielen Unternehmen wichtiger als Umwelt und Gesundheit. Die Gemeinwohlverpflichtung aus dem Grundgesetz scheinen viele nicht zu kennen. Was nutzen Werte? Ich meine hier beides, Messwerte und moralische, ethische Werte, wenn sie nur auf dem Papier existieren und nicht ins reale Handeln umgesetzt werden. Das Umweltbundesamt hat ganz klar deutlich gemacht, dass Stickstoffdioxid Luftschadstoff Nummer eins ist. Die erlaubten Werte überschreiten wir immer noch an 60% der Messstellen. Das hat in Deutschland schon reichlich Ärger mit der Europäischen Kommission eingetragen, das zu Recht. Ein Beispiel für Überschreitung ist Darmstadt. Dort hatten wir, Stand gestern Abend, schon 57 Fälle. Erlaubt sind 18 für das gesamte Jahr. Auch in meinem Wahlkreis Frankfurt-Friedberger Landstraße kommt es immer wieder zu Überschreitung. Kollege Krischer, es wäre schön, wenn Sie zuhören würden. An einer solchen Straße zu leben, erhöht das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an Lungenkrebs zu erkranken. Stickstoffdioxid ist zusätzlich auch an der Entstehung von Ozon beteiligt. Bei Sonneneinwirkungen kann es dann zu Sommersmog führen, der zu Lungenreizung führt und gefährlich für Asthmatiker und andere empfindlich ist. Und auch das müssen wir bedenken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja. Na, Sie haben wissen, was ich eigentlich sagen wollte. Nach einer aktuellen Max-Planck-Studie sterben weltweit 3,3 Millionen Menschen jährlich an den Folgen von Luftverschmutzung. Natürlich nicht nur Verkehrsemissionen, aber auch. In Deutschland sind es 35 Tote pro Jahr, hiervon alleine 7.000 durch die Luftbelastung im Verkehr. Das sind doppelt so viele Tote wie durch Verkehrsunfälle. Ich selber fahre schon seit 2009 einen Elektroroller und seit 2012 ein Elektroauto und versuche, das hat mich letzte Woche hart getroffen, weil ich kam in strömenden Regen, aber ich habe es gemacht. Ich versuche, möglichst alle Fahrten im Stadtgebiet mit diesen Fahrzeugen zu erledigen. Das ist gut für die Luft und senkt zusätzlich die Lärmbelastung. Wir müssen endlich die Gesundheit der Menschen in den Vordergrund rücken. Nochmal, es sterben in Deutschland doppelt so viele Menschen an den Folgen der Verkehrsemissionen als an Verkehrsunfällen. Deshalb brauchen wir Grenzwerte, aber die wirken natürlich nur, wenn sie eingehalten werden. Deshalb brauchen wir bessere Tests, bessere Kontrollen in Deutschland und natürlich auch in Europa. Wir haben schon einiges auf den Weg gebracht. Meine Kollegin Kerstin Nyman hat es auch schon angesprochen. Weitere Schritte und schärfere Maßnahmen müssen natürlich folgen. Aber die müssen natürlich auch klar und deutlich unabhängig kontrolliert werden. Aber das wollen wir ja, denke ich, alle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Schock sollte für uns Anreiz und Antrieb sein, endlich mit dem nötigen Druck in der EU, aber auch auf die Automobilhersteller zu sagen, wir müssen die Grenzwerte einhalten im realen Betrieb. So können wir Vertrauen wieder gewinnen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, liebe Kolleginnen und Kollegen, und keine zusätzliche Bürde. Nutzen wir die Chance, dass wir saubere Autos herstellen, damit wir saubere Luft, saubere Städte und gesunde Menschen haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und herzliche Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von VW. Danke Ihnen.
Ja, Uli Nissen hat hier noch mal beschrieben, wie schädlich doch dieser Ausstoß ist und wie gut doch die Elektromobilität wäre. Aber leider in der Masse steht sie ja noch nicht zur Verfügung. Nächster Redner hier, Matthias Haider für die CDU-CSU. Als ich am vergangenen Wochenende die ersten Meldungen aus den USA gesehen habe über die Verstöße von VW, da war ich genauso entsetzt wie Sie auch. Wir alle kennen die Produkte von VW als zuverlässig und als qualitativ hochwertig. Und umso mehr sind die offenbar gezielten Manipulationen an den Testergebnissen von VW in den USA zu kritisieren. Sie sind inakzeptabel. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, was Sie hier heute in der Öffentlichkeit abziehen, das ist mindestens genauso inakzeptabel. Ich habe ja ein gewisses Verständnis dafür, dass die Opposition immer ein gesatteltes Pferd im Stall stehen haben muss. Aber wenn Sie das heute schon rausholen, dann machen Sie wenigstens nicht die anderen Pferde scheu. Beschädigen Sie nicht eine Branche, beschädigen Sie nicht den Wirtschaftsstandort Deutschland, fügen Sie nicht den Unternehmen und Arbeitnehmern und vor allen Dingen Ihren Familien einen Schaden zu heute. Das ist meine dringende Bitte. Meine Damen und Herren, das Gebot der Stunde ist, dass umfassend und unverzüglich weiter aufgeklärt wird. Das ist VW den Verbrauchern, das ist VW den Aktionären, aber auch der gesamten Branche schuldig. Es muss für die Verbraucher klar werden, welche Autos in Deutschland jetzt betroffen sind. Es geht nicht an, dass wir Wasserstandsmeldungen über den Ticker bekommen, wie viele Fahrzeuge dabei sind. Das muss jetzt auf den Tisch. Ich bin dem Verkehrsminister sehr dankbar, dass er über das Umweltbundesamt und das Kraftfahrzeugbundesamt dazu beiträgt, dass die entsprechenden Werte auf den Tisch kommen. Das sind erste Schritte, um das Vertrauen der Verbraucher, der deutschen Autofahrer wieder zu sichern. Die bereits getroffenen, konsequenten personellen Konsequenzen in den Gremien von VW sprechen für sich. Das zeigt, dass VW handelt. Das macht Hoffnung auf eine weitere umfassende und schnelle Aufklärung, und das ist gut so. Auch die anderen Autobauer, meine Damen und Herren, international müssen schnell aufkommende Verdachtsmomente aus dem Weg räumen und klarstellen, dass das bei VW ein Einzelfall ist. Mich hat aber noch etwas anderes völlig entsetzt, meine Damen und Herren, und das sind die Auswirkungen, die wir auf die Branche und auf den Automobilbau in Deutschland zu befürchten haben. Wir wissen, dass jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland mittelbar vom Automobil abhängt, und direkt sind es sogar 750.000 Arbeitsplätze. Deshalb kann ich kaum verstehen, meine Damen und Herren von den Grünen, dass Sie versuchen, eine ganze Branche für einen Vorfall hier heute in Mithaft zu nehmen. Wir müssen aufklären, ja, aber bitte ohne politisches Kalkül. Daran sollten Sie denken, wenn Sie das so vortragen, wie Sie das heute tun. Es ist eine Schlüsselindustrie mit einigen Betroffenen, 100.000 Arbeitsplätzen, und dabei kommt es jetzt auf Verantwortungsbewusstsein auch im politischen Raum an. Im Übrigen zu unterstellen, dass es nicht etwa Informationen und Anhaltspunkte für die unterschiedlichen Testverfahren, für Echtbetrieb und Testverfahren im Labor gegeben hätte, ist völlig abwegig. Das ist längst bekannt. Und der guten Ordnung halber hätte hier auch vielleicht der Hinweis gehört, dass schon allein ein großer Unterschied zwischen den Typzulassungsverfahren und den normalen Abgasuntersuchungen bei der Hauptuntersuchung besteht. Bei einer Hauptuntersuchung wird beispielsweise sichergestellt, dass die Abgaswerte der zugelassenen Fahrzeuge über den Nutzungszeitraum sich innerhalb der festgelegten Überwachungsgrenzen bewegen. Diese sind keineswegs identisch mit den Grenzwerten, die durch die jeweilige Abgasnorm einmalig bei einem Zulassungsverfahren gefordert werden. Herr Krischer, das hätten Sie mit einigen Klicks im Internet rauskriegen können. Das ist doch kein Geheimnis. Dass das Messverfahren der NEFZ von 1996 ist und dass das inzwischen sicherlich veraltet ist, ist klar, und dass ein neues Messverfahren gerade in Arbeit ist, und das werden wir in wenigen Jahren bekommen. Das WLTP, das ist richtig, und auch hier gucken wir nicht nur auf die CO2-Ausstoßwerte, sondern auch auf die Emissionen im Stickoxidbereich. Und lassen Sie mich zum Schluss noch mal an dem Beispiel klarstellen, wenn Sie schon Werte vergleichen, ein Kleinwagen hat andere Werte als ein Familienvan, und das muss auch messbar sein. Das ist ein
ein Gegenstand, ja, der schwer ist, der braucht eben mehr Energie, um in Bewegung gebracht zu werden und hat auch mehr Schadstoffausstoß. Das ist Physik, Herr Griescher. Und wenn man Messzyklen zusammenrechnet, dann ist das Mathematik. Und wenn man die Ergebnisse vernünftig evaluiert, dann ist das nur vernünftig. Und Vernunft ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.